Frau Präsidentin, liebe Kollegen, meine Damen und Herren! Heute beraten wir den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie. Die Richtlinie war spätestens zum 18. Januar 2016 in nationales Recht umzusetzen. Und das wäre auch unproblematisch möglich gewesen. Man hat sich aber nicht nur auf diese Kernvorschriften beschränkt, sondern diesen Gesetzentwurf mit vielen zusätzlichen Vorschlägen regelrecht überfrachtet. Und wenn wir uns das Verfahren angucken, ist das natürlich unvertretbar. Und man kann nur dringend empfehlen, im Interesse der Qualität unserer Arbeit und auch der Schnelligkeit, dass zukünftig Gesetzentwürfe, die EU-Richtlinien betreffen, auch wirklich nur auf diese Themen im Wesentlichen bezogen sind und nicht im Omnibusverfahren, dass alles total überfrachtet wird. Zwei im ursprünglichen Gesetzentwurf vorgesehene Vorschläge haben für eine besonders intensive Diskussion geführt, heute auch wieder. Einerseits die Verpflichtung von Berufsanfängern, sich im Jahr 10 Stunden fortzubilden, und zwar bezogen auf das Berufsrecht. Andererseits die Regelung, nach der die Satzungsversammlungen der Bundesrechtsanwaltskammer, aber auch der Patentanwaltskammer die Befugnis erhalten sollten, durch Satzung die bestehende Fortbildungsverpflichtung zu konkretisieren. Verbunden allerdings auch mit der Möglichkeit, die dann gesetzlich geschaffen werden sollte, über die Rüge hinauszugehen und ein Bußgeld von bis zu 2.000 Euro zu verhängen. Diese Regelungsvorschläge lehnt die Unionsfraktion aus guten Gründen ab. Es mag sein, dass Berufsanfänger berufsrechtliche Kenntnisse fehlen. Um diese Kenntnisse zu vermitteln, bedarf es aber keiner Fortbildungsstunden und erst recht keines Gesetzes. Es würde ausreichen, wenn die Berufsanfänger direkt nach der Erstzulassung von der jeweiligen Kammer nachdringlich informiert werden durch eine entsprechende Zusammenfassung auf einem Merkblatt, wo auf die wichtigsten Vorschriften hingewiesen wird. Das sind immerhin studierte Leute, und die wissen, wie sie auch mit fremder Rechtsmaterie umzugehen haben. Weder das Justizministerium noch die Berufsverbände konnten angebliche Qualitätsmängel der anwaltlichen Tätigkeit belegen. Auch aus einschlägigen Statistiken der Berufshaftpflichtversicherer folgt kein Nachweis für eine Verschlechterung der anwaltlichen Arbeit. Die allermeisten Rechtsanwälte bilden sich in ihrem eigenen Interesse selbst fort. Soweit einige Prozent der 164.000 Rechtsanwälte sich nicht fortbilden, ist fraglich, ob die Einführung von Zwangsstunden zur Fortbildung überhaupt zu einer Verbesserung des Kenntnisstandes dieser Person führen wird. Entscheidend ist aber, das ist doch völlig unverhältnismäßig, die anderen Rechtsanwälte, weit überwiegend, rund 90 Prozent, rund 140.000, mit einer derartigen Fortbildungspflicht, die sanktionsbewährt ist, zu überfrachten, sie wie Schuljungen auf die Bank zu schicken. Und jetzt kommen wir zur rechtlichen Seite. Es gibt die Wesentlichkeitstheorie. Und unter Berücksichtigung dieser Wesentlichkeitstheorie muss der Gesetzgeber wesentliche Regelungen selbst treffen. Und wenn wir das wollten, müssten wir als Gesetzgeber die Rahmenbedingungen schon selbst treffen und können sie nicht über eine Satzung an ein Selbstverwaltungsorgan übertragen. Aber auch im Interesse einer möglichen Interessenkollision wäre es geboten, dann hier ein entsprechendes Gesetz zu machen. Wir reden von einem neuen Markt, bis zu 150 Millionen Euro Netto-Jahresumsatz. Und das Risiko ist groß, dass Vertreter berufsständischer Organisationen ein Interesse daran haben, dass ihre Fortbildungsinstitut am Markt beteiligt werden und dass sie die Interessen der Anwaltschaft dabei aus dem Blick verlieren. Und meine Damen und Herren, wenn man das Wirken im Gesetzgebungsverfahren sieht, habe ich wirklich auch den Eindruck, da sind knallharte Lobbyisten unterwegs, und die bestärken auch diese Einschätzung. Einige behaupten, dass die Anwaltschaft selbst die bußgeldbewährte Fortbildungspflicht wünscht. Gerade auch wieder gehört. Das ist so aber nicht richtig. Selbst in der Satzungsversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer gehen die Ansichten auseinander. Fragen Sie doch mal die Rechtsanwälte, die sich selbst fortbilden, und das sind die allermeisten, was diese von dem Gesetzesvorschlag halten.
Und dann lassen Sie das mal auf sich wirken. Die Sicherung der Qualität der anwaltlichen Tätigkeit liegt der Unionsfraktion am Herzen. Und deshalb wird sich die CDU-CSU-Bundestagsfraktion nach Abschluss dieses gesetzlichen Verfahrens im Rahmen eines Kolloquiums mit Experten darüber austauschen, ob und in welcher Form eine Qualitätsverbesserung erreicht werden kann. Und zwar durch eine maßgeschneiderte Regelung und nicht durch eine pauschale und belastende Vorgabe für alle Rechtsanwälte. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Katja Keul, Bündnis 90 Die Grünen.